In den Berliner Hauptbahnhof kommt Sängerin Pana noch barrierefrei rein. Und auch die Aufzüge zum Gleis funktionieren. Doch beim eigentlichen Reisen beginnen die Probleme. Denn mit dem Rollstuhl kann Pana zwar ohne Hilfe in einige Regionalzüge einsteigen, aber in so gut wie keine Fernzüge der Deutschen Bahn. Grundsätzlich bin ich ein sehr selbstständiger Mensch, aber beim Reisen wird mir klar, wie behindert ich von der Bahn gemacht werde. Das führt bei der Österreicherin immer wieder zu emotionalen Ausbrüchen wie diesem im Sommer 22, nachdem es in München zu einer Auseinandersetzung mit einem Bahnmitarbeiter gekommen war. Ich habe manchmal voll spontan Dinge, die kommen, die kann ich nicht anders planen. Dann gehe ich hin und frage danach. Und das Erste ist, wenn die wissen, der Zug fährt noch am gleichen Tag, reagieren die einfach voll gemein. Ich brauche doch nicht mal große Hilfe, ich will nur in den Zug rein. Der Hintergrund? Rund 1700 Mal pro Tag kommt der sogenannte Mobilitätsservice der Deutschen Bahn zum Einsatz. Geschulte Mitarbeiter helfen mobilitätseingeschränkten Personen mit Hubliften oder Faltrampen beim Ein- und Aussteigen. So jedenfalls die Theorie. In der Praxis stoßen Rollstuhlfahrende immer wieder auf Probleme, vor allem wenn Servicepersonal der Bahn kurzfristig ausfällt, der Hublift kaputt ist, kein Rollstuhlstellplatz im Zug frei ist oder der Zug ohne oder mit kaputter Universaltoilette ankommt. Hinzu kommt, um die Hilfe in Anspruch zu nehmen, wird empfohlen, sich mindestens 24 Stunden vor Reiseantritt anzumelden, damit die Bahn ihr Personal einteilen kann. Ein Punkt, der Pana besonders ärgert, so kam es auch zu dem Streit in München. Dem Mitarbeiter tue das Missverständnis leid, teilt die Bahn mit. Pana habe ein klärendes Gespräch allerdings auch abgelehnt. Ich bin Musikerin, ich habe Träume, die ich verfolge. Es sind manchmal Dinge, die sind ganz spontan. Da möchte ich es doch nicht von dem abhängig machen, ob mir jetzt die Bahn das erlaubt oder nicht. You give me life. Wir haben's beendet, verhalten uns wie fremd. Statt sich voll auf ihre Musik konzentrieren zu können, gehen Zeit und Energie für Dinge wie Reiseplanung, den Streit mit der Krankenkasse um einen passenden Rollstuhl, die Pflegestufe und auch für die Zweifler in der Musikbranche drauf. Eine Sängerin im Rollstuhl, geht das? Haben uns das Licht genommen, haben uns zufrieden genug, wurde zurück. Ich habe es mir geschworen, es ist ein Krieg in mir, deswegen will ich voll rein zurück. Pana lebt in Wien. Die meisten Aufnahmen macht sie allerdings in Berlin. Auch Auftritte bedeuten Reisen und damit Stress. Bis ich auf der Bühne ankam, war ich schon mal komplett zerstört, weil ich auf dem Weg zur Bühne quasi, auf dem Weg in diese Stadt, wo das stattfand, kaputt ging und dann so als halbe Pana dann funktioniert habe, weil ich einfach so viel Energie und so viel Tränen vergossen habe auf der Fahrt dahin. Die UNO-Behindertenrechtskonvention verpflichtet Deutschland zwar schon seit 2009, Reisenden wie Pana einen gleichberechtigten Zugang zu Zügen zu ermöglichen. Aber in der Realität und selbst im Bahnwerbevideo sind sie auf Hilfe angewiesen. Die barrierefrei ist und allen Menschen mit Behinderungen offen steht. Ich freue mich auf die Umrüstung auf barrierefreie Fernzüge wird noch viele Jahre dauern, denn bis mindestens 2030 liefert Siemens der Bahn noch ICEs mit Stufen. Nachbarländer wie die Schweiz und Österreich sind da deutlich weiter. Immerhin, ab Herbst 24 sollen hierzulande erste Niederflur-ICEs aus spanischer Produktion fahren. Allerdings wäre eine Tournee für Pana damit immer noch recht eingeschränkt. Der für sie ohne Hilfe zugängliche ICEL wird zunächst nur auf der Strecke Berlin-Amsterdam fahren.